What's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Battlegrounds mit Moonboon. Und wie ihr seht, befinden wir uns in der Schlacht um Gilneas und wir haben unseren Fizzlegrinder und Totenmagier zu einem Menschmagier umgewandelt. Ah, verarscht! Ich habe gedacht, wenn wir in dasselbe BG kommen wie am Montag, dann muss ich auch denselben Intro und denselben Witz machen wie am Montag. Nein, ihr habt dieses Video noch nicht gesehen. Es ist brandneu. Wir sind nur rein zufällig wieder in die Schlacht um Gilneas gekommen und wieder mit unserem Feuermage und wieder, als wir einen Söldnervertrag abgeschlossen haben. Deshalb kam euch das Ganze so bekannt vor. Von daher, hoffentlich habe ich euch dran gekriegt. Zurzeit bin ich gut drauf im Leute verarschen. Das gefällt mir. I like it very much. Oh, ich bin der einzige Mage. Ich muss mal einen Tisch noch stellen. I like it very much. Here is your Tisch. Here is your Tisch. Guck mal hier. Dizzy Priest. Dizzy Priest. Here is your Tisch. Dizzy Priest. Here is your Tisch. Here is your Tisch. Here. Here. Take it. Take it. Take your Tisch. Oh, der will den Tisch nicht, Alter. Nachher kommt wieder ein Tisch. Oh, doch, jetzt ist er hingegangen. Ah, oh, da steht's. Er hat hergestellt. Oh, Gesundheitsstein. Na, fick dich. Alle stellen nur Gesundheitssteine her. Keiner stellt meine hübschen Kekse her. Wie heißt's? Mana-Brötchen. Oh, Mann. Schön Mana-Brötchen. Okay. So, wir begeben uns in unser Flammen-Cosplay. Damit auch jeder gleich weiß, dass wir Feuermage sind. Was ist das denn, Mann? Wer ist der Bro? Der Pala? Nee, der Schurke. Der Schurke ist unser Bro. Schurken Bro. Geht mit dem Mage Bro, wo immer der hin, Mage Bro geht. Wo immer der hin, Mage Bro geht, geht auch der Schurke hin. Wo immer der Mage Bro hin, geht auch der Schurke hin. Willkommen bei. Leute, ich muss einen Shoutout machen. Ich muss euch eine der geilsten Geschichten der letzten Tage erzählen. Ich war total betrunken am Wochenende, am Samstag, und am Sonntagmorgen hatte ich so den Hangover, so richtig, you know, und, oh, warte mal, haben die Healer? Nein, wir töten einfach Shamis. Shamis sind immer Healer. Wollen wir da hinten tappen? Ich glaube, der tappt da an der Fahne. Wow, Nerds. Oh, activate, weg. Jetzt sind wir auf dem Mage. Wieso sind wir denn jetzt auf dem Mage? Wieso kommen jetzt hier draußen die Müllabfuhr? Oh nein, es eskaliert alles völlig. Mage geht down. Oh, ich sagte, Mage geht down. Nein, er geht nicht down, er weigert sich. Da, lebende Bombe. Kick, down. Was bist du? Bist auch noch down. Komm. Life is pain, Bro. Wir gehen in den Block. Er zieht seine Schildkrötenbubble. Ich muss euch die Geschichte ein anderes Mal erzählen, Leute. Es ist gerade zu spannend hier. Es ist hart am Eskalieren. Ach, komm schon. Haben wir schon wieder Temporalschild? Ne, haben wir nicht. Wir können uns mal blinken, um uns zu heilen. Dann lässt er sich verstecken und dann geht er down. Der Shami. Nein. 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 Shami, nein. Oh, jetzt sind wir auf dem Mage wieder gewesen. Oh, was passiert? Wieso lebe ich noch? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Aber die Horde hat getan. Nein, ich bin Allianz. Oh. Dieses scheiß Söldnervertrag, das fickt mein Gehirn so hart. Okay, jetzt kann ich euch die Geschichte weiter erzählen. Also, ich war total Hangover am Sonntagmorgen, so richtig. Und dann habe ich gedacht, was macht man, wenn man Hangover ist? Man geht auf Twitch TV, auf World of Warcraft, auf deutsche Streams und guckt, wer so streamt. Und da niemand da war, den ich gekannt habe, habe ich gedacht, ich könnte doch mal zu den Streamern gehen, die am wenigsten Views haben, am allerwenigsten. Und dann bin ich tatsächlich ganz nach unten in Twitch und ich habe jemanden gefunden, der hat zum allerersten Mal gestreamt und er hieß Russenrogue in einem Wort. Ihr könnt gerne mal auf seinen Kanal gehen und lasst ihm liebe Grüße von Moonboon da, wenn er mal streamt. Er heißt Russenrogue und er spielt natürlich einen Schurken. Er ist aber, glaube ich, deutsch, aber er hat sein ganzes WoW auf Russisch eingestellt, dass er aussieht wie ein russischer Elite-PvPler oder so, ich weiß nicht. Und er ist der Obertroll. Alter. Er hat eben, wie gesagt, sein ganzes WoW auf Russisch eingestellt, nur damit es blöd aussieht. Und dann hat er Duelle gemacht vor Orgrimmar, 1 gegen 1 gegen andere Leute. Und hat dann immer, hat er immer mit ihm gewhispert und hat geschrieben: Ey, ich bin voll Streamer, Alter. Ich bin Kanacke 2004. Such mich auf Twitch und so. Hat übelst rumgetrollt. Das hat mir so gefallen. Dann hat sein Freund hat ihm gefollowt, mit dem er Arena gemacht hat.
Und ich war dann sein zweiter Follow. Und dann habe ich so einen Chat geschrieben, nice trolling. Und auf einmal sagt er, hä, Moonboons World? Alter, ich habe früher deine schicken Gameplays auf YouTube gesehen. Ich mir gedacht, geil. Perfekt, Alter. Also, wenn ihr mal absolut nichts zu tun habt, Leute, geht auf Twitch und sucht den Kanal Russin Rogue. Ich weiß nicht, ob er jemals wieder streamen wird, weil er hat es, glaube ich, nur mal so zum Spaß ausprobiert oder so. Aber ja, es war eine interessante Erfahrung. Und wenn ihr vorbeischaut bei ihm, dann sagt ihm einen Gruß von mir. Dann freut er sich bestimmt. So, was geht jetzt hier ab? Oh, wir gehen zu der Mine. Mhm, das ist ja eine interessante Strategie. Da gehen wir doch mal mit. Ein bisschen Action hier machen. Könnte ich einfach nur am Leuchtturm rumstehen. Das geht ja mal überhaupt nicht. Oh, das gefällt mir nicht, was da los ist. Viel zu viel Lichtblitze und Zeug. Wir gehen mal lieber zu WW. Die zergen nämlich da hinten. Dann ist keiner an der Fahne. Oh, fuck, da ist jemand. Ach komm, wir können uns... Gerade eben noch alles voller Flammen und Flammenmount und Flammenschild. Und können wir uns anschleichen? Vielleicht, wenn wir uns unsichtbar machen? Oh, fuck, was ist hier los? Oh Gott, ich bin alleine. Das ist nicht gut. Unsichtbarkeit. 4, 3, 2, 1. Hier liegt keine Jägerfalle. Das ist interessant. Hey Leute, ich tapp einfach mal. Okay. Ein Versuch war es wert. Manchmal checken sie es nicht. Da sind sie AFK und spielen sich am Schniedel rum oder irgendwas. Wir ballern jetzt auch keine Cooldowns raus. Das lohnt sich einfach nicht hier. Wir blinken uns allerdings zum Heal. Dass wir sie noch ein bisschen länger stressen können. Baller, AFK, lass sie. Okay, das ist schon wieder typische Aufbruchsstimmung hier. Lass sie gewinnen und keine Chance. Lass sie gewinnen. Aber das wird doch jetzt schon recht lang gezerrt an der Mine. Kommen wir da nicht hin? Oh, es wird auch beim Leuchtturm gezerrt. Das ist nicht gut. Da hinten geht's ab. Damage! Oh Mann! Geh weg mit deiner Stille, du Nerd, echt. Das kann ich überhaupt nicht haben. Wo ist mein Meteor? Wieso ist er nicht ready? Meteor? Hallo? Habe ich Meteor benutzt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Doch, da ist er ready. Komm her. Oh, was? Wieso haben wir jetzt schon verloren? Haben die drei... Die haben alle... Ich habe nicht mal mitgekriegt. Das ist, weil ich... Ich habe gedacht, ich bin fucking Horde, Alter. Mann, dieser Söldnervertrag. Das macht mich fertig. Warum kann ich einfach die Horde auch kurze Wartezeiten haben, dass ich diesen Scheiß nicht machen muss? Ich denke mir hier die ganze Zeit, wir haben den... Oh Gott. Was für ein Crap. Das war jetzt ein Oberfehl. Na, wenn ich jetzt mal zwei sei. Guck. Guck mal, wir sortieren mal. Zweiter. Im Mittelfeld, okay. Na gut, dann war das halt jetzt ein kurzes BG, aber immerhin wurde einmal die Geschichte des Russen Rogue festgehalten. Das musste jetzt auch mal sein. Meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.